Ja, hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Le Petit Capot mit einer neuen Folge Let's Play History Wikinger. Ich habe mir gedacht, da ich in den letzten beiden Videos sehr viel erzählt habe, werde ich jetzt einfach mal in dieser Folge ein bisschen spielen und nicht so sehr auf die historischen Hintergründe eingehen. So, was müssen wir eigentlich machen? Wir haben immer noch keinen Erben. Das ist schlecht. Vielleicht sollten wir uns, auch wenn. Ah, das passt halt nicht zum Charakter. Orm ist treuherzig. Ich hatte gerade überlegt, ob man noch sich eine Konkubine nimmt. Nee, das wird der wohl nicht machen. Marschall Balder hat in Heiligoland einen massiven Andrang von Rekruten ausgelöst. Sehr schön. Das ist sowieso wichtig. Weil Mittelpatt sich ja hier relativ weit verbreitet hat. Entschuldigt. Und mindestens Naumadal ja in unserem Interessengebiet liegt. Wie viel könnte denn Stein zusammenbringen? Gesamtes Aufgebot. 310 kann er bringen. Das reicht nicht gegen so viele. Wie wäre es denn, wenn wir Tründe erobern, beziehungsweise Lade? Das könnten wir doch mal versuchen. So, der Kollege hat 475. Da haben wir mehr. Das sollte also kein Problem sein. Werden mal. Ah, wir können nur die Tributpflicht herstellen. Okay. Ja, weil ich natürlich nicht die Ambition gewählt habe, werdet König von Norwegen. Weil das zeitlich noch gar nicht passt. Was ist denn das für ein Wappen? Das kann ja auch nicht so ganz stimmen. Ja, wir machen das aber trotzdem. Erklären, Tributpflicht herstellen, kurz pausieren, damit wir unsere Truppen zusammenrufen können. Und wir könnten jetzt auch die von Vanyamtaland, von Stein, ihn sozusagen auffordern, seine Truppen zur Verfügung zu stellen. Das werden wir jetzt mal nicht machen. Unsere Truppen sollten doch ausreichen. Ich schleunige das Ganze mal ein bisschen. So, unterdessen sieht hier der Krieg von Sigurd nicht so gut aus gegen Sjelland. Mal schauen, wie sich das entwickelt. So, wir greifen hier mal an. Natürlich wieder militärisch im Nachteil, weil wir einen Fluss überqueren. Aber das gewinnen wir doch recht eindeutig, wie mir scheint. Marschall Balder erzählte mir von seinen Ideen. Ich begriff eigentlich nichts über das, was er redete, aber er war unerschütterlichen Glaubens daran, dass dies unser Militär verbessern würde. Dann machen wir das doch. Militärische Innovation bekommen wir dadurch. Den Technologieverbreitungsrate plus 100. Und Wohlstand wird ansteigen. Ja, sehr gut. So, die Schlacht von Lade ist gewonnen. Wir haben den Gothi Skuli von Nidaros gefangen genommen. Perfekt. Könnten ihn demütigen, das wollen wir nicht. Gerade nochmal die Religionenkarte gucken. Warum ist das denn?
Ach, da ist er, weil da ein Tempel ist. Ich habe mich gerade gefragt, warum das Helles kurz einen Schreck bekommt, dass es schon christianisiert sein könnte, aber das ist natürlich nicht der Fall. Gut, so, Borgward belagert hier fleißig. Mal die Zeit wieder ein bisschen schneller machen. Schauen wir mal bei den Gefangenen nach. Wir könnten auch Elisabeth jetzt verkaufen, beziehungsweise für Lösegeld freilassen. Das war ja die Tochter von Stein. Und Skooli könnten wir auch. So, wir haben erstmal die Belagerung gewonnen. Wir behalten den erstmal gefangen. Ich hoffe, das klappt. Wir werden unsere Forderung erzwingen. So. Jetzt mal schauen. Ja, der ist immer noch da. Was ist er denn für ein Mensch, der Scully? Er ist hinterlistig, grausam, ehrgeizig, gefräßig, keusch und zornig. Gurli hat gute Arbeit geleistet, die Infrastruktur hat sich verbessert. Ja, schön. Gut, so die Truppen schicken wir nach Hause. Ups. Gothi Skooli von Nidaros beschwert sich aus dem Kerker über seine dunkle Zelle und bittet um eine angemessene Unterkunft. Okay, was wird Orm tun? Er ist ein pflichtbewusster Geistlicher. Skullis Meinung wird sich um 3 ändern, das ist jetzt nicht so. Allerdings würde er uns einen Gefallen schulden. Ja, wir lassen ihn mal frei. Und dann verkaufen wir auch Elisabeth an Stein. Damit wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Jawohl, das macht er auch. Wir könnten einen Blot abhalten. Das machen wir jetzt mal nicht. Ich hatte die Nase voll von den dauernden Beschwerden eines Höflings über eine zerbröckelnde, reparaturbedürftige Brücke und entschied, sie selbst zu inspizieren. Zeigt mir die Brücke, genau. Hätte ich Gulli nicht vertraut, so wäre ich nicht mehr am Leben. Ich hing mit einer Hand vom Rand einer zerbrochenen Brücke, während Gulli meine andere Hand fest im Griff hatte. Die Brücke war dabei zu kollabieren, als sie mir befahl, die Brücke loszulassen. Als ich das tat, zog sie mich auf die Brücke und rettete mich. Aha. Gurli? Oh, der Mann ist gestorben. Gurli scheint ja eine kräftige Frau zu sein. Nicht schlecht. Sie hat einen Sohn. Symmalie, die Ofeigson. Von Ofeig, den wir ja. Das war ja sowieso so lustig. Den hatten wir ja aus dem Rat geworfen, um Gurli aufnehmen zu können. Und danach hatten sie die beiden geheiratet. Und haben sogar einen Sohn zusammen. Er starb an Krebs im Alter von 32. Uiuiui. Gurli ist wirklich eine. Also abgesehen davon, dass sie hinterlistig und paranoid ist, sie ist gemäßigt gerecht. Architektin und Karrierekauffrau. Das ist schon nicht schlecht, ne? Da könnte man. Aber ich mag sie nicht. Oh, mag sie nicht. Aha, okay. So, hätte ich ja. Hätte ich. Aber unsere Meinung verbessert sich, weil sie uns gerettet hat. Dank sei Tyr für Gurli. Na, ich hatte jetzt gerade, warum ich hier so am Überlegen bin, überlegt, ob man Gurli zur Konkubine nehmen sollte. Ja, Gersa ist jetzt auch schon 50. War ja sowieso ein bisschen alt. Oder Beata. Beata, zynisch, zornig, stur, zufrieden. Nee. Wir machen das mal mit Goli. Wir werden sie mal zur Konkubine nehmen. So.
Ein Bauer erzählte mir, wie sein Eber in den Schweinestall des Nachbars eingebrochen war und 7 Ferkel gezeugt hatte. Jetzt verlangt sein Nachbar Schadensersatz, den er sich nicht leisten kann, und er bittet mich um Rat. Ja. Mein Orm ist ja nicht gerecht oder so. Das würde er werden, wenn wir sagen, er muss den Nachbarn bezahlen. Gierig, 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 gierig. Ja, da er gierig ist, sagt er, jeder behält einen Ferkel und der Rest geht an mich, wodurch wir einen Gold bekommen. So, wir hatten ja jetzt mal eben schauen, hier ein Marktdorf gebaut. Sehr gut. Dann machen wir das gleiche mal hier unten. Für 37. Okay. Waffenstillstand läuft aus. Ja. Alles gut. So, dann hoffen wir mal, dass Orm jetzt. Also, ich glaube ja nicht, dass Gerda hier jetzt noch ein Kind bekommen wird. Vielleicht ja schon. Mal schauen. Ansonsten wird er das mit Gurli versuchen. Orm selber ist ja erst 38, also. Das wäre ja auch ein seltsames Let's Play, wenn wir hier nach ein paar Folgen enden müssten, weil Orm keinen Sohn bekommt. Oh je. Sigurd hat den Krieg verloren. Lebt Sigurd denn aber noch? Es herrscht auf jeden Fall eine Revolte, die geht aus von Tjutmund, die läuternde Flamme. Naja. Läuternde Flamme passt jetzt nicht so. Ist ja auch kein Christ. So, und währenddessen kriegen wir eine Kriegserklärung von Halfdan von Medelpad. Oh, er hat übrigens eine Tochter und einen Sohn. Nicht schlecht. Aleta. Sein Vater war Harald, genau. Der ist gestorben. Scheinbar gerade eben. An einem verdächtigen Unfall. Am 17. April. Ne, vor 2 Jahren schon. Aha, vielleicht. Sein Sohn ist hinterlistig, zornig, gierig. Vielleicht hat sein Sohn ihn getötet. Wir werden uns das mal anschauen. Nachfolger wäre Harald. Wir werden mal versuchen, ihn zu ermorden. Und wir werden alle einladen, die sich daran beteiligen möchten. Mal die Zeit mal runterdrehen und unsere Truppen einberufen. Sowie die der Verbündeten. So, wir werden Grimm von Nidarosma zu den Waffen rufen. Mal schauen, ob das geht. Und Stein von Jamtaland. Also unsere Truppen hier unten mal sammeln. Vielleicht kann man die Armee noch schnell abfangen. Ich glaube es nicht, aber. Nee, ich mach's mal wieder ein bisschen schneller auch. Stein wird Truppen beisteuern, sehr gut. Und da wird es hier auch gleich zum Kampf kommen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht schaffe ich es aber noch, diese Armee abzufangen. Ein berühmter Schreiber bietet an, eure Familienchronik zu verfassen, schon wieder. Und es ist auch immer noch ahistorisch. Stolz. Also ich meine, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir das so interpretieren, dass es sich hier um jemanden handelt, der einen Runenstein setzen möchte.
Und hatten das in dem Zusammenhang mit der Unterwerfung der Finnmark interpretiert, dass dieser Stein also davon berichten wird, wie Orm die Finnmark unterwarf. Jetzt gerade sehe ich aber keinen Anlass, deswegen werden wir das mal ignorieren, obwohl Orm natürlich ehrgeizig ist. Er wird auch bescheiden sein. Mein Lehnsherr, wer spricht da? Ragnar, unser Kanzler. Ich habe versucht, gut Gothi Hjalmar von Uppsala klarzumachen, was für ein friedlicher Herrscher ihr seid, aber leider sind meine Taten und meine Worte in Verruf gebracht worden. Ich fürchte, der Besuch hat euch am Ende eher geschadet. Ja. Apropos, kurz pausieren. Da Sigurd da nicht mehr, das ist ja überhaupt seltsam alles, Sigurd nicht mehr Herrscher ist. Bin ja mal sehr gespannt, ob es dann Ragnar noch gibt. Kann man den mal Charakter suchen? Ragnar. Ja, Ragnar gibt es noch. Und zwar, also Ragnar Sigurdsson, der später Lodbrok wird. Und sein Vater existiert auch noch, Sigurd Ring, als Jarl von Nericke. Ach Sigurd, ach Sigurd. Das ist schon ein Typ, ne? Aber wir haben jetzt. Ich würde ganz gerne Ragnar irgendwie in die Familie bringen, sozusagen. Hab aber ja auch keine Tochter, die ich anbieten kann. Also da müssen wir jetzt mal sowieso erstmal abwarten und jetzt hier diesen Krieg führen. Dann mal versuchen, mit denen hier runter zu marschieren und uns hier zu versammeln in Naumadal mit der Armee des Gothi Skulli, der uns ja sowieso einen Gefallen schuldet. Und der Stein, der bekommt hier gerade richtig auf die Mütze. Das können wir aber wohl nicht verhindern, oder? Wenn wir hier rein joinen, wir gucken mal. Nein. Da gibt es ja hier die anderen, der kriegt da noch Verstärkung. Das schaffen wir nicht. So, in Halogaland wurde das Markdorf gebaut. Sehr gut. So, wohin marschieren die jetzt? Nach Lappland. Dann lassen wir die mal hier stehen. Ach, die verfolgen Stein. Nee, Sigtrygg befehligt die Armee von Stein. So. Wir werden erstmal Normandal belagern, weil gegen diese Übermacht haben wir momentan eh nichts aufzubieten. Da haben wir die erste Belagerung gewonnen. Wir könnten natürlich jetzt schauen, dass wir. Was würde das hier bringen? Ein ganz bisschen Kavallerie nur, das ist ja. Lohnt sich ja nicht. Niederlage. Ja, das war diese kleine Truppe, die wir da oben hatten. Jetzt werden wir mal schnell nach Heljedal vorrücken und versuchen, also der Swerker und Tura verfolgen hier immer noch Sigtrygg und werden jetzt gleich in die Finnmark eindringen. Währenddessen haben wir aber schon einen Kriegsstand von 56% erreicht, weil wir Naumadal eingenommen haben. Jetzt werden wir mal schnell schauen, dass wir hier Härjedal und Medelpad erobern können, vielleicht bevor die Armeen hier weiter vorrücken. Sie belagern tatsächlich die Finnmark. Das dürfte eigentlich nicht so viel bringen, punktemäßig.
bitte ein bisschen schneller. Nee, da lag er da oben, ja. Oh, was? Das hat uns auf 30% zurückgeworfen. Das kann ja nicht sein. Die Finnmark. So viel wert. Oh je, oh je, oh je, oh je. Und wir haben auch nur noch 29 Gold. Währenddessen wurde hier Dänemark gegründet. Danmark. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ich meine, das hier ist jetzt sozusagen die Hauptstadt. Vielleicht bringt das nochmal einen Schub. So ein paar Pferdchen hier, etwas über 30, das bringt halt nichts. Wir hätten jetzt richtig Geld gebraucht. Mein Lehnsherr, meine Mission in Uppland ist bislang ein Erfolg. Während meines Besuchs am Hof von König Horek von Dänemark scheine ich ihn überzeugt zu haben, dass ihr ein gutmütiger und frommer Herrscher seid. Ja, fromm wohl nicht. Verbesserte Beziehung. Horek, aber wir können nichts tun, ne? Weil wir keine Familienbande haben. Können wir ihn auch nicht in den Krieg rufen. Oh je, oh je, oh je. Und was macht Siegdrück da? Versucht er, die Finnmark zurückzuerobern? Sieht ganz danach aus. Wir haben hier auch nur noch 845 Mann gegen 1061. Selbst wenn wir uns jetzt hier in einer vorteilhaften Position befinden, bei einer Schlacht, glaube ich nicht, dass wir das gewinnen können. Zumal wir einen Flügel unbesetzt haben. Ja, Ragnar von Moonsö ist jetzt als Ragnar Lodbrok bekannt. Nochmal, da wird belagert. Jetzt haben sie gerade die Nachrekrutierung scheinbar von Stein, war das? Vernichtet. Ah, jetzt hatten wir ganz kurz 80% erreicht. Und dann ist aber hier die erste Stufe gefallen, ja. Ich meine, das wird jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel, ne? Wir werden die ganze Zeit im Kreis laufen. Hoffentlich haben wir das gleich wieder gewonnen. Dann könnten wir... Minus 10, ich werde verrückt. Was wird Serqua jetzt tun? Wird er direkt uns verfolgen? Ja. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Kann man irgendwie noch einen Frieden aushandeln? Ich fürchte ja mal nicht. Kapitulieren ginge, ja. Was ist denn das überhaupt für ein Krieg? Unterwerfung. Nee. Weißen Frieden können wir nicht. Und wir haben auch nicht genug Prestige, um eine Stammesarmee einzuberufen, die alles retten würde. 500 bräuchten wir. Ob wir das noch erwarten? Ob wir das schaffen können? Wir versuchen das. Hat sich noch niemand angeschlossen an unserem Plan, König Halfdan zu ermorden. Alle sind dagegen. Oh je. Und wir konnten nicht mehr entkommen. Das heißt, es kommt hier zur Schlacht und obwohl wir den Gelände... Doch! Oh mein Gott, der Geländevorteil rettet uns.
Lasst uns feiern. Jetzt sind wir direkt auf 63% hochgekommen. Unglaublich. Borgward. Borgward muss gefeiert werden. Welch ein großartiger Stratege. Er ist tapfer, er ist ein Jäger und ein Experte für unwegsames Gelände. Die Menschen in Kent haben sich über unsere Technologiestufe hinaus entwickelt. Ich habe ihre Fortschritte studiert. Danke, Beata. Du machst gute Arbeit. Ja, wow, damit habe ich ja jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass wir hier in Helsingland, beziehungsweise in Lappland, Lappland ja auch ein eher diskriminierender Name eigentlich für dieses Gebiet. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nochmal so eine Schlacht gewinnen können. Wir haben Güler gefangen. Güler. Ja, okay. So, jetzt ist er natürlich im Vorteil da unten. Es geht immer hin und her. Mal schauen, ob wir ihn jetzt. Einen weißen Frieden könnten wir ihm geben. Nein. Wir warten. Wir warten, wir warten. Können wir nochmal nachrekrutieren? Nee. Wir versuchen, alle Vasallen nochmal dazu zu bringen, ihre restlichen Ressourcen aufzubringen. Oh, was ist das? Ragnar von Helsingland greift König Halfdan von Helsingland an und verliert diese Schlacht, aber lenkt damit. Oh nee, wir bleiben hier. Hat damit kurz circa davon abgehalten, Medelpad zu erobern. Zurückzuerobern. Wir können Technologie, das machen wir gleich. Wir warten hier jetzt mal ab. Müssen jetzt ja auch alle drei Flanken besetzt sein, weil wir hier drei Armeen haben. Und wir hoffen das Beste. Wow. Ein grandioser Sieg. Ein grandioser Sieg. Jetzt können wir eine Stammesarmee rekrutieren, brauchen aber, glaube ich, keine mehr. So. Balder marschiert jetzt nach Naumatal. Damit haben wir ja gerechnet. Wir werden mal Angermannland belagern. Und dann schauen wir jetzt mal, wohin sich Zirka zurückzieht. Zirka. Ich glaube, wir stürmen das einfach. Da gibt es so wenig Verteidiger nur und wir sind doch eindeutig in der Überzahl. So, stopp.